Es ist die Zeit der Vertragsverlängerungen am Tivoli und einer, der seinen Vertrag verlängert hat, ist Junior Ture Nariga, heute beim Doc Morris Talk. Er hat seinen Vertrag um 2 Jahre verlängert. Warum, Junior? Ja, ich fühle mich sehr wohl hier in Aachen. Der Trainer hat mir ein gutes Gefühl gegeben bei den Gesprächen und ja, ich finde, es passt einfach. Wie war denn dein erstes Jahr bei Alemannia Aachen, als du ankamst? Hattest du vielleicht ein bisschen Startschwierigkeiten, danach hast du getroffen, kamst auf 8 Saisontore, dann die Verletzung, dann nochmal eins nachgelegt. Wie war das Jahr? Ja, so wie du sagst, am Anfang war es ein bisschen schwierig, ich war nicht fit. Hat etwas länger gedauert, bis ich fit wurde und als ich dann fit war, ging es dann mit den Toren und den Spielen. Ich denke, ich habe gute Spiele gemacht, ein paar Tore geschossen. Ja, und dann kam die Verletzung, direkt nach der Winterpause kam die Verletzung, bin ich dann 8 Wochen ausgefallen und ja, wie gesagt, ich brauche halt länger, um fit zu werden und es ist nicht so einfach, jetzt wieder so da schnell reinzukommen, aber ich gebe mein Bestes und versuche, dass ich zum Pokalfinale wieder topfit bin. Bist du dann auch im Spiel eher der Typ, der von Anfang an spielen muss und nicht der Joker-Typ, der von der Bank kommt, also der sich an diese Mannschaft auch im Spiel gewöhnen muss? Ja, es ist immer besser, wenn man von Anfang an spielt. Joker-Roll kann geil sein oder kann schön sein. Aber ich bin lieber der von Anfang an spielt. Du hast ja auch gesagt, du hast ein bisschen Zeit gebraucht, um wieder reinzukommen. Woran liegt das? Liegt das an deinem Körper, dass du einfach etwas länger brauchst, um deinen Körper wieder fit zu kriegen? Ja, daran liegt es genau. Ich habe zu viel Masse und durch meinen Körperbau dauert es halt einfach länger, bis ich wieder on point bin. In der Rückrunde hast du jetzt nicht die Tore erzielt, die du vielleicht erzielen wolltest. Du hast einmal getroffen, dann gab es das Spiel gegen Uerdingen, da habt ihr 0-2 verloren. Und danach geht so ein bisschen die Formkurve nach unten. Ihr habt einige Niederlagen kassiert, die für die Fans unnötig waren. Was ist in der Mannschaft passiert? Ist das so ein bisschen der Druck, der jetzt weg ist, dass ihr zwar sagt, ihr wollt Platz 3, aber eben Meister könnt ihr nicht mehr werden? Ja, ich denke, die Uerdingen-Niederlage war vielleicht ein kleiner Knackpunkt in unserer Saison, dass wir da es nicht geschafft haben, da zu punkten oder ja, mindestens einen Punkt zu holen, um noch weiter dran zu bleiben, noch länger dran zu bleiben. Ja, der Rest kann ich mir nicht erklären. Wir werden immer top vorbereitet von den Trainern, versuchen mal alles rauszuhauen, aber ich weiß nicht. Ich kann es nicht erklären. Dann hoffen wir, dass die Fragezeichen wieder verschwinden, wenn es jetzt vor allem zum letzten Spiel am Sonntag gegen Rhynern geht, danach die Woche Pokalfinale, das ist das Saisonhighlight, da freuen sich alle Fans drauf. Wirst du nochmal treffen? Ja, ich denke schon. Und dann im Pokalfinale? Ja, ich denke auch. Was nehmt ihr euch vor? Ihr wollt natürlich DFB-Pokalfinale, beziehungsweise ihr wollt die erste Runde des DFB-Pokals erreichen, das Finale jetzt quasi gewinnen. Ist das dann für dich der größte Erfolg? Pokalfinale gewinnen, natürlich wollen wir den gewinnen. Das wäre natürlich überragend, weil ich habe noch nie DFB-Pokal gespielt. Und das wäre für mich auch schon mal ein kleiner Traum, das zu schaffen. Das Größte wäre es dann schon, ja, mit dem Verein den DFB-Pokal hierher zu holen. Oder den Pokal zu gewinnen und den DFB-Pokal hierher zu holen.